Ja, jetzt habe ich die Ehre, das Vergnügen, Ihnen ein bisschen was zu erzählen zum Thema künstliche Intelligenz. Mein Name ist Florian Giermann, ich bin 45 Jahre alt, bin Jurist von der Ausbildung her, aber seit 2002 in der Pharmabranche unterwegs und davor, ab 93, habe ich in der Apotheke einen Freund von meinen Eltern vom Botendienst über Personalplanung, also Managementaufgaben und Hiwi-Dienste, Faktotum würde man dazu sagen, erledigt. Beschäftige mich sehr gerne mit dem Thema Digitalisierung und heute schauen wir uns mal an, künstliche Intelligenz. Und ich habe gesagt, ich bin Jurist. Wir Juristen fangen ja keine Diskussion an, ohne vorher eine kleine Definition aufzustellen. Also was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Und da möchte ich, wir haben nur 20 Minuten, jetzt nicht ins Detail gehen. Wenn Techniker hier sind, könnten wir uns nämlich jetzt zu Tode diskutieren, über welche Art von künstlicher Intelligenz reden wir überhaupt. Nee, tatsächlich vereinfacht, künstliche Intelligenz ist ein Computerprogramm, das selbstständig entscheiden und handeln kann. Klingt ein bisschen gruselig, ist nicht ganz so schlimm, weil die Technik nach diesem Deep Learning Prinzip funktioniert. Das heißt, man füttert diesem Computerprogramm jede Menge Daten, also unzählige Daten, und aus diesen Daten, das können Bilder, Texte, sonstiges sein, die werden in einem Programm gespeichert und daraus werden Entscheidungen abgeleitet. Und je mehr Informationen dazukommen, umso treffer werden diese Entscheidungen und Reaktionen, die diese künstliche Intelligenz treffen kann. Und das ist künstlich, aber eben keine Kunst, sondern es ist nur die millionenfache Wiederholung von immer den gleichen Inhalten. Und ich habe zur Veranschaulichung, habe ich Ihnen hier ein Beispiel gebracht. So lernt eine künstliche Intelligenz. Ich habe mal ein zufälliges Bild von meinem Foto genommen und von meinem Handy genommen und hier sehen wir auf der einen Seite eine Katze. Auf der anderen Seite keine Katze. Und damit fangen wir an, der künstlichen Intelligenz den Unterschied zu zeigen. Und jetzt zeigen wir das nächste Bild und was sehen wir da? Eine Katze, genau. Dankeschön. Und hier? Noch eine Katze, anderes Fell. Hier sind auf einmal Streifen dabei, ganz blaue Augen. Und tatsächlich haben wir dann nochmal ein anderes Fell mit einem weißen Fleck vorne. Ist immer noch eine Katze. Und dann haben wir hier eine, die so mit treuen Augen schaut und eine, die sich versteckt. Das sind alles Katzen. Und je mehr Bilder, also wir machen das jetzt noch 1 Million Mal und dann zeigen Sie der KI ein Bild von der Katze und die sagt, hey, Katze. Und Sie zeigen ein Bild von dem Hund und die KI sagt, nee, keine Katze. Problematisch wird es dann, wenn es so Grenzfälle gibt, hat alle Merkmale einer Katze, ist aber keine. Diese Entscheidung könnte im Zweifel sehr lebensgefährlich werden, wenn man die falsch trifft. Aber ich glaube, das Prinzip haben Sie verstanden. Wir gehen mal in die Frage rein, ist künstliche Intelligenz Mythos? Also spinnt der da jetzt was oder begegnet uns die im Alltag? Und da habe ich eine fiktive Person wieder ausgewählt, die haben wir Karl Ingo genannt, hat die gleichen Anfangsbuchstaben wie künstliche Intelligenz. Karl Ingo, mit 40er, berufstätig. Wir stellen jetzt einfach mal vor, Karl Ingo liegt im Bett, schläft, da klingelt der Wecker. Und das Erste, was man heutzutage macht, wenn man aufsteht, man guckt erstmal aufs Handy, was alles auf Instagram passiert ist. Das heißt, der Karl Ingo nimmt sein Handy in die Hand, schaut einmal rein und Face ID entsperrt dieses Handy. Face ID funktioniert so, es werden um die 1000 Gesichtspunkte in Ihrem Gesicht gespeichert, also in einem Speicher. Und wenn Sie das Handy dann hinhalten an Ihr Gesicht, wird abgeglichen mit dem Speicher und mit jedem Hinhalten wird Face ID besser. Bei mir funktioniert Face ID am Handy inzwischen so gut, dass ich mit Sonnenbrille und Cappy reinschauen kann. Es wird entsperrt. Es gibt andere Fälle, ich kenne Zwillingsschwestern, die können sich gegenseitig ihr Handy entsperren. Also ist nicht ganz fälschungssicher, aber doch weitgehend. So, zurück zu Face Recognition nochmal hier. Aus der IDA in Köln ein Bild, habe ich letztes Jahr aufgenommen. Da sehen Sie so ein paar Gesichtspunkte, die da abgefragt werden. Interessant ist auch unten, ja, andersrum drehen, der erkennt also das Geschlecht, Gender Male, und sehr schmeichelhaft finde ich die Altersangabe, die das Programm da ermittelt hat. 33 Jahre wurde ich da geschätzt, da gehe ich gerne wieder hin. So, mit Instagram ist Karl Ingo irgendwann fertig. Geht ja schnell, Instagram sind nur Bilder, dann geht er weiter auf Facebook. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum auf Facebook als allererstes, wenn Sie da drauf gehen, bei Ihnen immer die Beiträge von Die Digitale Apotheke angezeigt werden? Ganz einfach, weil in Facebook auch eine künstliche Intelligenz im Hintergrund Sie beobachtet. Welchen Beitrag schauen Sie wie lange an? Wo drücken Sie auf Like?
was drücken Ihre Freunde und danach werden alle zukünftigen Feeds in Ihrer Timeline optimiert. Das ist nichts weiter als eine Mustererkennung aus Ihrem bisherigen Verhalten, die projiziert in die Zukunft, was Ihnen gefallen werden wird. Ja, aber irgendwann ist er dann mit sozialen Netzwerken durch, der Karl Ingo, schaut zum Fenster raus und sieht nicht viel. Jetzt sieht er was, so ein bisschen unbeständig, so, da bläst so ein Wind, am Horizont sind Wolken, können schwierig werden. Aber was macht Karl Ingo? Er sagt, Alexa, wie wird das Wetter heute? Alexa ist auch wieder auf künstlicher Intelligenz basierend. Alexa muss ja Sprache, also Muster aus Sprache verstehen und in Programmroutinen umwandeln. Ich selbst spreche wenig Dialekt, das heißt, bei mir wäre das sehr einfach. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie kommen, wie ich als gebürtiger Bayer, lebe in der Pfalz. Das heißt, zwei krasse Dialekte prallen aufeinander. Hätte ich so eine Alexa zu Hause, die würde aus meinem Dorf nur mich verstehen und sonst niemanden anders. Mustererkennung liegt hier zugrunde. Na, und Karl Ingo sieht, Wetter wird durchwachsen, fühlt sich eh nicht so gut. Er muss zum Arzt, kriegt witzigerweise direkt einen Termin, geht in sein Auto und das Navi zeigt ihm an, wo er hin muss. Im Head-Up-Display sieht er dann auch noch, Sie sehen es hier, die Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt. Diese Sensoren, die Tempolimits ablesen können im Auto, basieren auch wieder auf künstlicher Intelligenz, weil der muss ja aus diesem Umgebungsrauschen an Bildern, muss er die Geschwindigkeitsbegrenzung oder deren Aufhebung nicht nur erkennen können, sondern auch richtig übersetzen können. Ich habe empirisch festgestellt, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzungen im Übrigen total obsolet sind. Da hält sich außer mir keiner dran, aber das nur ein Randthema. Angekommen beim Arzt muss Karl Ingo schließlich noch einparken. Auch da hilft ihm wieder künstliche Intelligenz, indem sie ihm Hindernisse in seinem Parkweg anzeigt und mit einem Signalton warnt, wenn er diesen zu nahe kommt. Auch hier wieder dieses klassische Mustererkennungsthema. Da ist irgendwas, das könnte im Weg stehen, also warne ich mal den Fahrer lieber davor. Hier ist die Compliance ein bisschen größer als beim Tempolimit. Und wenn er dann in der Arztpraxis seine Untersuchung hatte, auch da kommt inzwischen künstliche Intelligenz zum Einsatz. Bei der Diagnose von Krankheiten kann eine künstliche Intelligenz Millionen von Krankenakten, Befunden, Diagnosen mit denen gerade erhobenen abgleichen und so den Arzt als Werkzeug unterstützen bei dem richtigen Befund. Und damit, Karl Ingo ist irgendwann fertig, macht noch ein paar künstliche Intelligenz-Sachen, den Rest des Tages geht dann nach Hause. Und wir werden zurückgelassen mit der Frage, macht KI im Apothekenbereich eigentlich Sinn? Und ich habe drei Handlungsfelder gefunden, wo ich sage, da macht das absolut Sinn. Das erste ist die Logistik. KI ist in der Lage, Muster in der Arzneimitteldistribution zu erkennen. Es gibt heute schon Forschungsobjekte von der Universität Münster, die anhand von Tweets auf Twitter den Verlauf von Grippewellen regional vorhersagen können. Das heißt, stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben hier eine Deutschlandkarte und im Nordosten geht die Influenza gerade viral. Und im Südwesten sind die ganzen Grippeimpfstoffe gelagert. Dann könnte eine geschickt mit den Warenwirtschaftssystemen der Großhändler und Apotheken vernetzte KI dafür sorgen, dass die Ware vom Südwesten nach Nordosten geschickt wird und die Patienten nicht unterversorgt sind. Das nächste Thema ist personalisierte Medizin. Durch den Abgleich von potenziell Milliarden Patientendaten und vor allem das Outcome, also wie viel besser geht es mir, nachdem ich meine Medikamente genommen habe. Da gibt es Tools dafür, bei denen Patienten genau das als Feedback mitteilen können. Wenn man dieses Thema einer KI gibt, dann könnten höchst individuelle Therapien innerhalb von Sekunden berechnet werden. Fertigarzneimittel kämen uns dann anachronistisch vor. Wir drucken uns das Zeug dann lieber in der Apotheke vor Ort aus dem 3D-Drucker aus. Und der letzte Punkt, wo es Sinn macht, ist das Thema Adhärenz. Da gab es diese Mitteilung, dass Facebook ja heute anhand von den Posts in der Lage ist zu erkennen, ob ein Patient depressiv ist oder nicht. Genauso kann KI erkennen, ob es typische Verhaltensmuster gibt für den Abbruch von Therapien. Also hat der Patient XY aufgehört, sein Antiepileptikum zu nehmen? Droht ihm ein neuer Krampfanfall? Da gibt es Verhaltensmuster, die gemessen werden können und natürlich gibt es dann die Möglichkeit, den Apotheker des Vertrauens über eine Nachricht darüber in Kenntnis zu setzen. Der Apotheker könnte dann
dem Patienten vertraulich beraten und sagen, Achtung, lieber Patient, was du da machst, ist höchst gefährlich. Ich weiß, du hast keinen Bock auf die Tabletten, aber denk mal an deine Angehörigen. Wenn du dann wieder zuckend im Bett liegst, hat keiner was davon. Also willst du nicht doch lieber wieder die Therapietreue einhalten. Datenschutz, ich höre schon, ja, ist ein Thema. Mir geht es nur darum, diese Möglichkeit haben wir durch KI. Und somit würde ich auch schon zu einem kurzen Fazit kommen. Erstens, künstliche Intelligenz umgibt uns schon heute an ganz vielen Stellen. Und oftmals sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Zweitens, künstliche Intelligenz ist längst kein Mythos mehr, sondern Realität. Sie umgibt uns tagtäglich. Dann habe ich hier ein Zitat, das habe ich an anderer Stelle schon mal gebracht. Ich finde das einfach passend. Ihnen werden immer mehr Alltagsgegenstände auffallen, die ein bisschen smarter werden und die Sie immer ein bisschen besser verstehen. Das kommt von, ich muss es kurz ablesen, Dennis Hassabis, KI-Forscher und Mitgründer von DeepMind. Habe ich in so einem KI-Journal mal gelesen und ich finde es einfach passend. Ja, wenn Sie Siri das erste Mal benutzen, ist es noch nicht lieber auf den ersten Blick, aber je öfter Sie mit so einer KI reden, umso besser versteht die Sie auch. Und das Letzte ist für den heilberuflichen Aspekt des Apothekers und seiner Mitarbeit liegt darin ein enormes Potenzial. Einfach deswegen, weil administrative und eintönige Aufgaben delegiert werden können an die Maschine und Sie können Ihren Kunden viel intensiver, viel individueller und viel persönlicher beraten. Sie haben mehr Zeit für die Kommunikation mit dem Kunden. Dadurch können Sie sich von dem Wettbewerber unterscheiden, weil die Packung Aspirin, die über den Tisch geschoben wird, ist bei allen gleich. Aber das Persönliche, das Zwischenmenschliche, das kann und sollte den Ausschlag geben. So viel zum Fazit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt meine Lieblingsfolie. Sie können mich mitnehmen. Mein Buch gibt es bei Avoxa und am Stand vom DAV mit Sicherheit noch zum Kaufen. Und ich bin auch im Internet und auf sozialen Medien unterwegs. Können Sie sich gerne einmal abfotografieren, dann können wir uns auch in der virtuellen Welt vernetzen. Und jetzt aber wirklich vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Aufenthalt auf der Expo Farm.